Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3, die Definitive Edition. Und wir haben jetzt noch einiges zu tun. Wir müssen hier noch diese ganzen komischen Typen ausschalten. Aber vorher würde ich sagen, machen wir das hier noch fertig. Konfrontieren wir mal den Roy. So. Ich glaube, das wird jetzt die Lahmekarre hier, oder? Ich glaube ja, aber mein Gott. Wir müssen ja zum Glück eh nicht weit fahren. Viel. Oh, guck mal, 400 Meter ungefähr. Ja, mein Gott. Ist ja quasi nichts. Auch mit so einer Alarmkiste. Und die Beschleunigung ist halt echt nicht gut. So, guck mal. Da sind wir aber auch schon. Und gefühlt waren wir nicht neulich schon hier in der letzten Folge? Konfrontiere Roy, weil hier haben wir doch... Genau, hier haben wir doch eigentlich, Läuft. Wie stehen die Wetten, dass Greco Mr. Thibodeau loswerden will? Die Chancen stehen gut, wenn wir weiter Geld und Ware verlieren wie bis jetzt. Sind jetzt hier wieder welche? Genau, weil am Ende der letzten Folge haben wir hier diesen, ja, Medizintransporter oder Medikamententransporter zerstört. Oh. Fuck. Naja, komm mal ruhig her. Komm mal ruhig her. Was ist denn das? Hat das irgendjemand gesehen? Nee, oder? Richtig. Die Erkenntnis hat dir offenbar nicht geholfen, mein Lieber. Okay, wir sollen ihn da hinten natürlich konfrontieren und nicht umbringen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Haben wir dich noch da? Ah. Na gut, komm, gehen wir einfach mal hier lang. Noch eine Leiche! Ja. Wo hat er sich verkrochen? Hier. Okay. Na komm her. Wo wollt ihr dann suchen? Ach Mist. Ist mir ein verdammtes Vergnügen. Ah, gucke mal. Ist natürlich blöd, beim Pieseln von hinten erwischt zu werden, aber... Ich habe eine Leiche gefunden. Ja, ist ja gut. Dann komm her. Ich sage, wir versuchen... Zack. Du versuchst gar nichts mehr. So, gucke mal, so kann man die alle... Heimlich still und, na gut, heimlich eigentlich nicht. Aber still und leise ausschalten. Na komm her, hä? Versuchen wir es mal hier. Na verdammt. Na? Na gut, die Klügsten sind sie halt auch nicht. Oh, verdammt. So, komm, dann dich noch. Okay, da gehen wir nicht im Nahkampf ran. So. Ich schneide ein Grinsen in dein blödes Gesicht. Ja, ja. So, dann ist es leider vorbei mit. Leise. Ach, da oben ist er. Ah, ja. Ich gehe in Deckung. Mach das, mach das. So, und da oben ist dann immer noch der Typ, den wir konfrontieren müssen. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Das stimmt. Na gut, haut alle ruhig ab. Soll mir recht sein. Komm. Scheiße! Ah, das gibt's doch nicht. Er hat mich fest im Griff. Jetzt brennt es recht. Schnell rüber. Nein, nein, nein. Oh. Linke. Genau. So. So. Zack. Ja, und der wird nicht der Letzte gewesen sein. Geh einfach zum Telefon. Ja, nix ist. Okay.
Das war ein sehr merkwürdiger Tod, muss ich sagen, aber gut. Oh, werden jetzt schon wieder, hä? Komm, nehmen wir erstmal genau die ganze Kohle mit. So, und dann knöpfen wir uns jetzt einfach mal den Typen hier vor. Hm? Ich geh in Deckung! Oh. Hab dich, du Arschloch! Na komm. Jawohl. Kriegen wir hier irgendwo. Nee, kommt gerade keiner. Okay. Oh. Scheiß! Jawohl. Jetzt haben wir dich. Aus dem Weg, du musst das nicht tun! Wir hätten dich so oder so gekillt. Jawohl, Schmugglergeschäfte gesichert. Verschont Informanten einer. 31.000. Vito zuweisen. Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Gut so. Diese Schwuchteln hätten sich nicht mit mir anlegen sollen. Ich schicke ein paar Jungs. Hol die Dockarbeitergewerkschaft zurück und Greco ist erledigt. Jawohl, passt. So, kriegen wir eine Cutscene oder? Vermutlich nicht, oder? Ich glaube irgendwie nicht. Ja, schauen wir mal, Spiel. Lade ein bisschen schneller. Ach, diese unfassbar... Heute aha. Hatten wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Den Bezirk übernehmen. Du hast ein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet. Nimm dir das andere vor, um den Lieutenant hervorzulocken und den Bezirk zu übernehmen. Okay. Das kennen wir, glaube ich, sowieso schon. Und super, jetzt haben wir wieder diesen ganz tollen Spielfehler. Überfallkommando. Na, jetzt seht ihr das unten auf der Karte, da bewegen wir uns zwar. Aber wir haben hier die falsche Perspektive. So, und jetzt müssen wir hier gleich rauskommen, hey, oder? Lincoln, Greco die Ratte hatte mich gefeuert. War ihm scheißegal, dass ich eine schwangere Frau zu Hause habe. Ich wollte nur sagen, ist schön, wieder Arbeit zu haben. Das freut mich für dich. So, schauen wir mal, kommen wir jetzt irgendwie hier durch? Ja, gucke mal, da sind wir. Da sehen wir uns jetzt quasi von hier und die Kamera steht einfach da. Aber wir können nichts machen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Deswegen Checkpoint laden und dann müsste es eigentlich hinhauen. Das gleiche Problem hatten wir schon einmal. Und ich habe so das traurige Gefühl, dass es auch nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Mal schauen wir mal. Hm? Eigentlich müssen wir jetzt am gleichen Punkt wieder rauskommen. Nur diesmal mit der richtigen Perspektive. Was auch immer es da so lange zu laden gibt. So, siehst du wohl. Jetzt haut's hin. Hey Lincoln, Greco hatte mich gefeuert. War ihm scheißegal, dass ich eine schwangere Frau zu. Ja, ich weiß. Hast du mir eben schon erzählt. So, dann. Was haben wir da eigentlich? Genau, Sammy's Bar. Fahren wir da mal hin. Bringen endlich mal wieder unser Geld weg, das wir haben. Überfallkommando, ja, das haben wir vorhin schon gesehen. Letztes Mal hat es ja nicht funktioniert, als wir da waren, dass wir das Geld wegbringen. Weil wir einfach nicht in den Keller gekommen sind. Aus irgendwelchen Gründen.
Aber ich hoffe, dieses Mal klappt es. Dass wir dann endlich einfach mal unsere Kohle wieder lagern können und nicht jedes Mal wieder alles verlieren. Sobald wir drauf gehen. Das finde ich nämlich relativ nervig. Und jetzt geht's ja eigentlich sogar noch. Wir haben ja aktuell noch relativ kleine Beträge, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir später sehr viel mehr haben werden. Und da wäre es dann natürlich relativ dämlich, wenn wir es verlieren, weil wir drauf gehen. So. Genau, gehen wir mal ins Haus rein. So, dann hoffe ich jetzt einfach mal. Okay. Aha. Sieh an. Oder ich war einfach nur zu dumm, es zu finden. Das kann natürlich auch sein. Jetzt im Nachgang. Tresor, da haben wir den Tresor. So. Genau, zack, Kohle rein. Sehr gut. So, ist die Kohle schon mal wieder sicher. Und ich würde sagen, wir ziehen uns noch mal wieder um, hä? Gucken wir mal. Formell, speziell. Was nehmen wir nach? Komm, nehmen wir das jetzt mal, hä? So. Sind wir ganz cool dieses Mal. So, dann, was haben wir denn jetzt gerade noch? Was ist das da? Schmuggelgeschäfte? 31.055. Genau, können wir bei Cassandra eigentlich schon wieder Geld abholen? Nee. Okay, was haben wir da? Eigentlich nichts Besonderes. Alles cool mit uns. Cassandra und der Emanuel brauchen deine Hilfe. Ja, nee, das machen wir später irgendwann. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt dann erstmal um die Typen da alle. Da steht ja auch alles noch aus. Arbeiten wir so halbwegs chronologisch ab, würde ich sagen. Sabotiere Anhänger der Gewerkschaft. Jawohl. So, verbleibender Schaden 30.000. Das kriegen wir hin. Locker flockig. Oh ja, gerade bergauf. Bergauf schafft das so gut wie gar nicht zu beschleunigen. Eieiei. So. Genau, auf geht's. Und dann hier vorne links sind wir auch gleich schon wieder da. Glaube ich. Ah, kleines Stück noch. Ja, ja, ist ja gut. Und dann wieder links und dann sind wir auch wirklich da. So. So, hallo. Hey, du, mach die Mücke. Ja, ja, okay, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich finde dich nicht. Ich glaube, hier stinkt. Fuck. Jo, siehst du, und genau deswegen haben wir gerade das Geld weggebracht. Genau deswegen haben wir das Geld weggebracht, weil wir sind jetzt einfach mal draufgegangen. Und jetzt wäre halt die Hälfte wieder weg gewesen. Hervorragend. Einfach nur hervorragend. Deswegen gut, dass es diese Funktion mit dem Tresor gibt. Weil sonst würden wir noch mehr Geld verlieren. Das halte ich jetzt nicht gerade für erstrebenswert, muss ich sagen. So, wo kommen wir denn jetzt überhaupt wieder raus? Wo sind denn wir hier gerade? Ach, da sind wir. Ah, Mist, jetzt habe ich es, glaube ich, gerade abgewählt, oder? So, jetzt aber. Hier kommen wir raus. Hängt hier... Ach, guck mal, das ist nochmal so ein Bild, das man einsammeln kann. Ich versuche immer noch, die Bude hier wieder in Ordnung zu bringen. Ach, Vito. Überleg mal, mir etwas mehr Territorium anzuvertrauen. Na klar. Was macht deine Mission, Marcano zu vernichten? Lincoln antwortet Bevor nicht. Bevor du lebensgefährliche Alleingänge machst, ruf den Verstärkungsdienst, wenn du Hilfe... Wenn sich alles hier beruhigt hat, lasse ich mich erstmal eine Woche lang volllaufen oder so. Mach das, Vito, mach das. So, aber wir haben jetzt erstmal noch Dinge zu tun. Nämlich die Gewerkschafter da hinten. Wie nennt er das? Sabotieren. Naja. Ich glaube, sabotieren ist ein bisschen untertrieben, oder? Wenn wir die Leute mal wieder alle umlegen. Können wir eigentlich auch die Gleise entlang fahren, bestimmt, oder? Ach, gucke mal. Das geht auch.
Oh. So, hier durch. Jawohl. Die Leute, die stürzen sich alle auf die Straße. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, warum. Redest du mit mir? Die rückständigen Werte der Southern Union aufrechtzuerhalten. Hey, Mann. Entschuldigung. Raus hier! Na, 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 Freundchen. Ich weiß, wo du bist, Schwanzlutscher. Ja, ja. Ach, das sind nur friedliche Arbeiter. Das waren hier die. Upsi. Verdammt! Zack. Jetzt habe ich die. Die netten, lieben. Nichtstunenden Arbeiter erledigt. Die Typen in normalen Zivilklamotten, das sind die Bösen. Ups, Entschuldigung. Ja. Ja, du stirbst ja auch nicht. Zumindest nicht durch mich. Ich hab ihn. Offensichtlich nicht. Das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. So, da hinten ist doch auch noch einer, oder? Genau, da. Zack. Ach, gar nichts tust du. Zack. Kohle haben wir. Jetzt habe ich dich ganz für mich. Ah, da bist du. So. Zack. So, was haben wir da? Ich glaube, wir sollten hier raus, oder? Ja. Sehr gut. So, was haben wir da hinten? Ach, meine Güte, der ist ja super weit weg. Was haben wir da? Aha. Sabotiere Anhänger der Gewerkschaft. Achso, wieder ein weiterer. Was haben wir da? Ein Vollstrecker der Gewerkschaft. Um dem kümmern wir uns dann jetzt mal, würde ich sagen. Also, auf wie geht's? Folgen. Wofür folgen? Ich glaube, dem folge ich jetzt mal nicht, sondern wir erledigen jetzt mal diese Gewerkschaftsaufträge. Du. Aus dem Weg. Weg, weg, weg. Genau. So. Guck mal, und da sind wir dann jetzt auch schon wieder. So. Töten. Den Typen da hinten. Ah, gehen wir lieber hier lang, oder? Ah, wohl im Prinzip nimmt es sich jetzt nicht so viel. Das ist, wir haben. Hey, Mann. Das ist doch schon die ganze Woche die gleiche. Warte, bist du dran, Mann. Die zwei Gestörten los. Hopp. Schauen wir mal, wie nah wir dran kommen. Ich guck mal auf die Liste. Hopp. Nächstes Mal deine Abgaben. Auf geht's. Was für ein Fischfutter. Siehst du, der Typ ist tot. Kann ich das? Jawoll. Nein. Ach komm. Ach komm. Immer diese blöden Pumpguns. So, komm. Ah, den will ich jetzt noch kriegen, komm. Vor allem, wir hatten den Typen ja schon. Theoretisch hätten wir abhauen können. Aber das hätte ja nicht so viel Spaß gemacht. Wo sind wir jetzt schon wieder? Da sind wir wieder. Ach, guck mal, der hat sogar als erledigt jetzt anerkannt. Okay. Für ihn ist es jetzt quasi erledigt. Guck mal, wir haben da noch einen Dialog. Hab gehört, du hast Vito geholfen, das Lagerhaus zu übernehmen. Er ist darüber verdammt glücklich. Toretto nimmt gar keine Notiz von dir, solange du der Dockarbeitergewerkschaft nicht schwer schadest. Wenn du in den Docks arbeiten willst, musst du dich der Gewerkschaft anschließen. Aber diese Scheiße unter Greco... Es ist, als ob er die Leute von der Arbeit abhalten will.
Sei vorsichtig, wenn du Leuten erzählst, dass du für Vito arbeitest. Er ist ein guter Mann, aber er hat vielen ans Bein gepisst. Ja, ich weiß, die... beide darunter leiden. Den Text kennen wir schon. Die Dockarbeitergewerkschaft mag kein großer, nobler Betrieb sein, aber sie ist zuverlässig, solange die Leute arbeiten wollen. Und was, wenn sie nicht mehr arbeiten wollen? Ich arbeite schon eine ganze Weile für Vito. Also wenn du mich fragst, hat Marcano ihm nie eine faire Chance gegeben. Wenn es hart auf hart kommt, wird Toretto dich jagen, erlegen und ausweiden. Nimm dich in Acht. Klingt nach Spaß. Noch irgendwas? Hallo? Er wird mir immer noch angezeigt, aber anscheinend ist der Dialog aus. Na gut. Hoppala. Tür auf. So. Dann, was haben wir noch hier? Als erfahrener Gewinner. Ja, schön, aber warum wird mir der Dialog hier weiterhin angezeigt? Das verstehe ich jetzt nicht. So, was haben wir da? Noch einen Anhänger zum Sabotieren? Noch wen zum Ausschalten? Uiuiui, noch so viel zu tun. Na gut. So. Machen wir das mal. So, Radio machen wir nebenbei nochmal aus. Immer. So, dann sehen wir mal zu, dass wir den Rest ja auch noch eben erledigt bekommen. Schauen wir mal, ob wir es in dieser Folge noch schaffen. Kommt drauf an, wie oft wir noch drauf gehen. So, hallo. Hast du was an den Ohren? Der Motherfucker zieht den Schwanz ein. Mach doch gar nichts. Ich bitte dich ganz höflich, du dämlicher schwarzer Pisser. Das finde ich hochgradig rassistisch von dir. Zack. Großer Gott, der Wichser geht auf, umgeh ihn. So. Genau, verschwindet hier. Nix ist, Freund. Nix ist. So. Oh. Was? Na komm. Das gibt's doch nicht. Na komm. So, haben wir dich schon mal. Boah, das sind halt... Nix ist. Solltest du vielleicht nicht rumschreien, Freund. Gleich geht's dir an den Tag. Ah, fuck. Jetzt brennt es richtig. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, lad halt nach Winkeln, oh mein Gott. So, ein P-Munition ist auch wieder so gut wie leer. Das gibt's doch nicht. Du da oben auch noch. Na, niemand ruft hier die Cops. Niemand hier ruft die Cops. Da haben wir noch Geld. Ich glaube, hier haben wir überall noch ganz viel Geld rumliegen, oder? Schauen wir mal. Ach, guck mal, hier können wir dann... Hey, er ist hier drüben. Wo? Ach, guck mal, da bist du. Gesundheitstechnisch wieder sehr, sehr knapp. Ja. So, wo war der Typ jetzt? Na komm. Oh. Okay, der ist tot. Fuck doch nicht. Ach komm, als ob die Kugel, der jetzt eben gerade an diesem Scheiß, an dieser scheiß Lampe abgeprallt ist. So, haben wir dich. Das Bild hier nehmen wir noch mit. Sammelobjekte sind immer gut. So, haben wir hier oben dann alles.
So, da unten sind aber irgendwo noch welche unterwegs, ja? Scheint, als hätten wir ihn verscheucht. Nein. Es gibt nur begrenzt Plätze, sich. So, haben wir dich. Schön, dich zu treffen, Arschgesicht. Hab ihn, da wo bist du? Dich sehe ich jetzt nicht. Gut. Gucken wir uns hier nochmal um. Hier scheint es ja auch noch irgendwo Kohle zu geben. Die nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Hab ihn verloren. Scheiße. Kommen wir da irgendwo durch? Nein. So, hier hinten, hä? Gucken wir nochmal. Ach, sieh an, was haben wir da? Hallo? Okay, $500. So, und hier haben wir, glaube ich, auch noch irgendwas, hä? Oh, guck mal, eine Weste, die nehmen wir natürlich auch mal mit. So. Die Kohle nehmen wir mit, die Kohle nehmen wir mit. Und irgendwo hier, da liegt auch nochmal Kohle. Jawoll. Die Pumpgun nehmen wir nicht mit. Und was haben wir da noch? Als Gewerkschaftsmitglied hast du folgende Rechte. Das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz, Bezahlung für Überstunden, Interessenvertretung durch die Gewerkschaft, Altersrente und andere Vorteile. Dich ins Knie zu ficken. Aha, okay. Tolle Gewerkschaft. So, ist jetzt hier eigentlich noch einer? Nee, da sind nur die Arbeiter, die miteinander quatschen. So. Machen wir dich wieder kaputt. Jawohl, und raus hier. So, sehr gut. Und hier kann man anscheinend auch noch rein. Ach, guck mal, hier gibt es anscheinend noch überall noch Geld, das man mitnehmen kann, ne? Gibt es überall noch Geld zum Mitnehmen? Hallo? Kann man da rein? Nee, aber angeblich soll es hier welches geben. Na gut, gehen wir eben hier rein, gucke mal. Nochmal 250 und nochmal 250. Und irgendwo hier soll es noch welches geben. Hier lang. Ach, gucke mal. Hä? Und nochmal 500. Sehr gut. Hat sich doch gelohnt. So, ich würde sagen, genau, da haben wir jetzt noch zwei offen. Genau, ich bringe jetzt erstmal das Geld wieder in den Tresor, bevor es wieder wegkommt. Und ja, mache in der Zeit jetzt hier erstmal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Da kümmern wir uns dann um den Rest. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis dann.